Heute geht es um die gruseligsten Momente in SpongeBob. Schaut euch das Video wie immer bis zum Schluss an. Was geht ab, meine Nachtfüchse? Heute geht es wieder um unseren gelben Schwamm SpongeBob. Selbst diese Serie hat ein paar sehr, sehr gruselige Momente, sehr, sehr verstörende Momente. Falls ihr eure Kindheit noch mehr zerstören soll, dann einmal den Like-Button eines slappen. Ansonsten, Freunde, geht's jetzt los. Freunde, wir fangen mit SpongeBobs Gehirn an. In einer Episode arbeitete SpongeBob für Plankton und man konnte einige verstörende Gehirnoperationen sehen. Alles fing damit an, dass Mr. Krabs mit Plankton Karten spielte. Normalerweise ist Plankton der schlechteste Kartenspieler in Bikini Bottom, denn er hat seit 15 Jahren wirklich jedes Spiel verloren. Doch das änderte sich in dieser Folge. Am nächsten Morgen teilte Mr. Krabs SpongeBob mit, dass er das letzte Spiel verloren hat und SpongeBob nun für Plankton arbeiten müsse, weil er seinen Arbeitsvertrag verwettet hat. Weil SpongeBob macht ja immer gute Krabbenburger und da ist ja immer so neidisch auf Mr. Krabs und dachte sich, komm, ich hole mir seine Mitarbeiter des Monats und dann kann er für mich Burger machen. Ja, weil SpongeBob aber für Plankton keine Krabbenburger machen wollte, entfernte er SpongeBob Gehirn und platzierte es in einen Roboter. Leider ist Plankton nicht wirklich gut in Gehirnoperationen. Und am Ende wurde SpongeBobs Gehirn wieder mit seinem Kopf verbunden, doch sein Gesicht war total seltsam, da Plankton sein Gehirn eben nicht richtig eingesetzt hat. Und damit ist der Horror gar nicht zu Ende, denn stellt euch jetzt mal vor, Plankton hat SpongeBobs Gehirn rausgenommen aus seinem Kopf. Und da ist ja nur noch dieser Körper, dieser leblose Körper von SpongeBob irgendwie liegen gewesen. Da muss ja irgendwo in der Ecke gewesen sein und dieser Gedanke, wisst ihr? Das hat man zwar nicht gesehen, aber so muss es ja gewesen sein. Der nächste Moment in einer Folge ist wirklich düster, denn in dieser Episode legte SpongeBob seine Führerscheinprüfung ab und das endete in einem totalen Desaster. Nur gab man Miss Puff die Strafe für sein schlechtes Verhalten und sie landete sogar im Knast dafür. Für sie war aber das Gefängnis ein sicherer Platz im Vergleich zum normalen Leben. SpongeBob und Patrick verstanden die Situation nicht, warum sie eingesperrt wurde und versuchten sie deswegen zu befreien. Die Wärter dachte, Miss Puff sei verrückt, weil nur sie immer die beiden sehen konnte beim Versuch, sie zu retten. Und deswegen steckten sie Miss Puff in Isolation. Aber dort wurde sie dann wirklich verrückt. Die gepolsterten Wämme in der Zelle fingen an, wie Schwämme auszusehen. Und jede von ihnen hatte SpongeBob lachendes Gesicht. Sie sah den Autounfall am Ende der Episode immer und immer wieder. Am Ende der Folge schien sie sich mit dem Wahnsinn abzufinden. Einige Fans vermuteten, dass all die Momente im Gefängnis nur Halluzinationen waren, während sie mit dem Auto von der Klippe fiel. Also endete die Episode damit, dass sie in den Tod fiel. Freunde, ihr kennt den fliegenden Holländer. Tja, in einer Folge brach sein Schiff zusammen und er musste deswegen übergangsweise in SpongeBob Ananas wohnen. Er hätte sich auch den Stein von Patrick nehmen können. Wie man ihn kennt, versuchte er einige Methoden, um SpongeBob zu verängstigen. Zum Beispiel, wenn SpongeBob den Kühlschrank öffnete, kam ein riesiger Monsterkopf raus und schrie ihn wie ein Besessener an. Die Episode erreichte ihren Höhepunkt, als der fliegende Holländer als riesige Schlange erschien. Mit einem übergroßen Babykopf. Der Kopf schmolz und es kam nun ein Clownsgesicht mit Schlangenkörper raus. Doch nicht nur das, der Kopf wurde dann auch zu SpongeBobs Gesicht und seine Augen verwandelten sich in riesige Würmer, die sich über den Boden bewegten, während aus den Augenhöhlen und dem Mund Spinnen krochen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber diese Szene ist richtig verstörend. Schreibt mal in die Kommentare, ob es ein paar unter euch gibt, die wegen SpongeBob Albträume hatten. Ich kann es mir vorstellen. Da gab es auch diese Folge mit dem Gehirn, wo man SpongeBobs Gehirn gesehen hat. I guess it was your pink hat. Pink hat? Oh, that's not a hat. That's my brain. Oh. In der nächsten Folge ging es um das Handeln von Körperteilen. Alles fing damit an, als Gary seine Schale zerbrach und dadurch eine neue benötigte. SpongeBob ging daraufhin zu einem Schneckenhausgeschäft, welches Angry Jack hieß. Ja, und SpongeBob, so tollpatschig wie er ist, zerstörte dummerweise alle Schneckenhäuser. Im Anschluss verlangte Jack Körperteile von SpongeBob als Bezahlung und auch eines seiner Augen und schließlich auch seine Kleidung. Tja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht Jack mit seinen Körperteilen? Wird er sie vielleicht verkaufen? Plankton führt bekannterweise nie etwas Gutes im Schilde. Und in der 7. Staffel hatte er einen neuen Plan, um an die Krabbenburger-Formel zu gelangen. Er versuchte, in das Innere von Mr. Krabs zu kommen. Doch er landete aus Versehen in SpongeBob und übernahm die Kontrolle über seine Sinne. Zuerst brachte er SpongeBobs Augen dazu, schwarz zu werden und SpongeBob wurde panisch. Dann übernahm er die Kontrolle über sein Gehör und schließlich über sein Gehirn. Das war Plankton aber nicht genug. Er zapfte SpongeBobs Herz an und wurde dadurch komplett zu SpongeBob. Ja, diese Folge zeigte wirklich viele Innereien und erinnerte auch an eine Art Besessenheit wie in manchen Horrorfilmen.
In der nächsten Folge geht es um Zombies und darüber, dass Sandy ihren eigenen Krabbenburger entwickelte. Ja, und zusammengefasst geht es darum, dass dieser Krabbenburger, den Sandy entwickelte, Leute zu Zombies verwandelte, wenn man reinbiss. Ja, diese halbtoten Kreaturen waren schon gruselig genug, aber es wird noch schlimmer am Ende der Folge. Sie infizierten andere Bewohner, indem sie ihre eigenen Körper an die Nicht-Infizierten verfütterten. Diese Monster breiteten sich über ganz Bikini Bottom aus. Viele Einwohner wurden infiziert, sogar Patrick, der am Ende der Episode noch immer ein Zombie blieb. Er bot den Zuschauern ein Stück von sich selbst an. Ja, und das hat einigen Kindern extrem Angst gemacht. Das war einfach too much. Diese düstere Episode beinhaltet Zeitreisen und einen gefrorenen toten Körper. Thaddeus war 2000 Jahre in einem Gefrierschrank gefangen. Er konnte sich aber glücklicherweise in die Zeit zurückschicken lassen. Also lief alles so gesehen gut. Aber Leute, nun gibt es Thaddeus zweimal. Ein Thaddeus, der wieder zurückreisen konnte und einer, der immer noch im Gefrierschrank war. Man weiß es nicht sicher, aber der Körper wurde nie gefunden. In der Episode Aprilscherze ging SpongeBob Thaddeus extrem auf die Nerven mit seinen Pranks. Aus Rache wollte Thaddeus ihm eine Lektion erteilen und ihm zeigen, was wirklich ein Aprilscherz sei. Er stellte eine Seilfalle auf mit einem Klecks Senf in der Mitte. SpongeBob ging in die Falle, als er den Fleck wegwischen wollte. Thaddeus schnitt das Seil durch, welches zu einer Kettenreaktion führte. SpongeBob flog durch das Restaurant und krachte mit allen Gegenständen zusammen und landete zum Schluss in einer Mülltonne. Thaddeus lachte dann hysterisch, während SpongeBob weinend davonrannte, da er sich vor allen Kunden schämte. Aber das war jetzt nicht das verstörende Gruselige für die Zuschauer, das kam dann erst, denn zuvor verlor SpongeBob seine Zunge als Teil seiner verrückten Streiche und das Gruseligste war, dass diese Zunge lebendig war, also die hat sich so bewegt, die hat auch gelacht, also die hatte ein eigenes Bewusstsein und Leute, Kinderserie. Diese Episode enthält eine mörderische Großmutter. Die Folge fängt damit an, dass SpongeBob durch eine Challenge nach Paddleball süchtig wurde, weshalb er vergessen hatte, seine Hausschneckenkatze Gary zu füttern. Gary beschwerte sich schließlich bei ihm und war sehr genervt von SpongeBobs Sucht nach diesem Spiel, dass er keine andere Chance hatte, als ihn zu verlassen, um Essen zu finden. SpongeBob hatte erst nach 10 Tagen mitbekommen, dass Gary weg war. Gary lebte mittlerweile bei einer älteren Dame, die sich um ihn kümmerte. Doch er sah Flyer, die SpongeBob verteilte, um ihn zu finden, mit vielen Entschuldigungen, weshalb er anfing, ihn zu vermissen. Doch dann fing das Grauen an. Als er einen Weg aus dem Haus suchte, fand er unzählige leere Schalen von anderen Schnecken. In diesem Moment verstand Gary, dass die alte Dame ihn fütterte, um ihn zu essen. Er schaffte es zum Glück zu entkommen, aber trotzdem bleibt der creepy Moment in Erinnerung, dass die böse alte Frau Gary auffressen wollte. Zum Schluss kommen wir zum düstersten Moment in SpongeBobs Leben. Eines Morgens bekamen Mr. Krabs und SpongeBob einen überraschenden Besuch vom Gesundheitsinspektor. Beide dachten jedoch, der Typ wäre ein Hochstapler, weshalb sie ihm einen Special Burger servierten, der mit Fußnägeln und Meerrettich gefüllt war. Bevor der Gesundheitsinspektor den Burger essen konnte, flog ihm eine Fliege in den Mund, weshalb er fast erstickte und ohnmächtig wurde. Doch SpongeBob und Mr. Krabs dachten, sie hätten ihn umgebracht, also mit dem Burger, weshalb sie in Panik ausbrachen. Nachdem sie sich gegenseitig die Schuld zugewiesen hatten, entschieden sie sich, den Körper des Inspektors in der Wildnis zu vergraben. Diese düstere Methode erinnert sehr stark an die Methoden der Mafia. Und nicht vergessen, Freunde, SpongeBob ist eine Kinderserie. Oder auch für Kinder. Wie auch immer. Freunde, das war's mit dem Video. Die 10 gruseligsten Momente in SpongeBob. Wir sehen uns bald wieder. Habt noch eine gruselige Nacht. Bis dann, ihr Nachtfüchse.